Würdest du sagen, du bist so geboren, so als positives Naturell, oder ist es etwas, das du dir erarbeitet hast, oder ist es vielleicht ein Mix, dass du das auch in dir kultivierst immer wieder? Ich glaube, dieses Authentische, das ist das Wichtige, sich nicht so wichtig nehmen. Diese neue Generation zu begeistern, wie gelingt dir das? Es ist dieses, welche Aufgabe haben wir im Unternehmen und wie haben wir sie angesprochen? Gab es Niederlagen, die dir wehgetan haben und die dich aber vielleicht zu der Person gemacht haben, die du heute bist? Auf jeden Fall. Herzlich willkommen zum Podcast Learning from Leaders. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Mein Name ist Christoph Glaser. Ich bin Geschäftsführer vom Telex-Institut. Und die Idee dieses Podcastes ist es ja, mal so hinter die Kulissen schauen zu können. Zu gucken, was versteckt sich da hinter diesem Titel einer Führungskraft? Was sind so die Geheimnisse des Erfolges? Was können wir von Niederlagen, von Herausforderungen lernen? Und heute bin ich an einem ganz spannenden Ort. In Hamburg, zwischen Elbe und Alster, so am Ursprung des hanseatischen Schaffens. Ich bin hier mit dem Geschäftsführer von Fairplay Towage, Holger Schwesig. Holger, herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein kann. Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. Und es ist ja tatsächlich imposant. Du hast mich durch die Büroräumlichkeiten geführt. Wir schauen hier auf den Hafen. Wir sehen die berühmte Kirche Hamburgs, den Michel. Erklär uns mal, was macht Fairplay Towage und wo befinden wir uns hier? Wir befinden uns hier im 14. Stock des Tower Michels. Das sind Geschäftsräume der Fairplay Towage Group. Wir sind hier sozusagen in der Zentrale, in der Schaltzentrale unseres Unternehmens. Wir sind ein international tätiges Schleppunternehmen und bieten unsere Dienstleistung an, dass wir großen Schiffen helfen, sicher in die Häfen zu kommen und wieder raus. Und das Gleiche machen wir auch im Offshore-Bereich. Und die Schifffahrtsindustrie ist ja super spannend. Wir sind hier in Hamburg. Ich komme aus Basel. Auch dort ist natürlich Schifffahrt ein großes Thema. Und wir haben hier ein wunderbares Schiff von euch. Vielleicht magst du gleich mal ein bisschen erklären, was wir hier denn eigentlich sehen. Ja, hier sehen wir einen Offshore-Schlepper. Ist eins unserer Fahrzeuge. Damit würden wir in der Nordsee Aktivitäten ausführen. Haben aber auch kleinere, noch wendigere Fahrzeuge, mit denen wir in den Häfen arbeiten. Und ihr seid ja einer der größten Reedereien in Europa. Ja, Schleppreederei sind wir eine der größten in Nordeuropa, genau. In Nordeuropa. Wir alle reden von Transformation, wir reden von der Industrie 4.0. Alles muss unglaublich schnell gehen. Und Deutschland ist auch in Transformation. Die Wirtschaft braucht dringend Impulse. Wie erlebst du die wirtschaftliche Situation in Deutschland und insbesondere in der Schifffahrt? Schwierig. Ich glaube, die großen Themen, die uns gerade umtreiben, sind die Nachwuchskräfte, junge Leute für die Schifffahrt zu begeistern. Wir haben da eine gewisse Unsichtbarkeit. Vielleicht hat man in der Vergangenheit damit gut leben können. Wenn aber heute junge Leute nicht mehr diesen Ausbildungsberuf des Schiffsmechanikers überhaupt finden, dann finden wir sie auch nicht. Und das gilt es zu verändern. Das ganze Thema Umweltschutz ist sehr hoch auf der Agenda. Du siehst ja auch im Hintergrund unsere Sustainability Goals, die wir, sag ich mal, klar ausgerichtet haben. Was ist die nächste, in was sollen wir investieren? Was ist in den Häfen notwendig, dass wir im Sinne des Klimas richtig investiert sind? Und dann sehen wir natürlich in Deutschland Schwierigkeiten allein von der Volkswirtschaft. Wir sehen da weniger Schiffsanläufe, was es komplizierter macht. Und das ist schon wie ein Frühwarnsystem, was wir mitnehmen. Ich glaube, Deutschland ist an einigen Stellen noch sehr robust. Trotzdem sehen wir gerade einen Trend, der nicht gut ist. Und was uns überhaupt nicht hilft, ist halt diese fehlende nationale maritime Kompetenz. Vieles wird auf Bundesländerebene besprochen, organisiert. Und da fehlt die Koordination der einzelnen Bundesländer, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Niedersachsen. Jeder hat so seine eigenen Ideen. Das verlangsamt aber oder vergrößert den Wettbewerbsgap bezüglich Rotterdam, bezüglich Antwerpen. Die Frage ist, können wir uns das wirklich erlauben? Und das ist schon sehr, sehr schwierig dann zu sehen, wo
wollen auch zukünftig die deutschen Häfen ihre Dienstleistung anbieten? Für welche Kunden ist das attraktiv? Und da sind unsere Nachbarn im Westen wesentlich effizienter. Und wenn in Rotterdam irgendwas gebraucht wird, dann gibt es eine nationale Aufgabe und dann wird das gelöst. Bei uns, wir hatten jetzt gerade einen Fonds, der soll 30, 40 Millionen Euro für alle Häfen zur Verfügung stehen. Das ist wie ein Tropfen auf einen heißen Stein, da kriegen wir nicht mal einen Landanschluss mit Landstrom. Das ist schon sehr, sehr schwierig, wie es so in den nächsten Jahren da weitergeht. Ich glaube daran, dass es da eine Daseinsberechtigung gibt, auch für die einzelnen Häfen, auch für Hamburg, weit im Landesinneren. Trotzdem müssen wir da viele Anstrengungen unternehmen, um das nach vorne zu bringen. Also Deutschland braucht sicherlich Transformation, braucht wieder so richtig Schwung, um nach vorne zu gehen. Und ihr seid ja auch in einem transformativen Prozess, wo du vor ein paar Jahren begonnen hast, glaube ich 2018, hast du mal die Situation angeguckt. Ihr wart damals ein sehr traditionelles Unternehmen, was nicht erstaunt. Schifffahrt ist etwas sehr Traditionelles. Und du hast, das hast du mir berichtet, dann auch das Thema Führung neu denken wollen. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ja, es war zu der Zeit wirklich die Notwendigkeit, etwas zu verändern, weil so konnten wir nicht weitermachen. Wir haben gesehen, wie die Potenziale der Mitarbeiter ungenutzt sind. Und das war mir wichtig, dass wir darauf uns fokussieren. Hing davon ab, von der Führungsriege. Es gab einen Wechsel und durch meinen Mitgeschäftsführer Philipp Harmsdorf haben wir uns sehr schnell, sag ich mal, die Karten gelegt, also gesagt, wie wollen wir hier weitermachen? Und das war letztendlich der Startschuss dafür und so ist letztendlich der Stein ins Rollen gekommen. Jetzt sind wir, wie ich gesagt habe, also im Ursprung des hanseatischen Schaffens. Euer Unternehmen gibt es schon mehr als 100 Jahre. Es geht um Reederei. Und ich glaube, man könnte schon sagen, wo du hier dieses Unternehmen vor, was war es, 6 Jahren als Geschäftsführer übernommen hast, da war das sehr traditionell aufgestellt, auch in eurem Führungsverständnis. Ja? Ja. Also die Führungskraft, das ist die Person, die vielleicht am meisten weiß, die Prozesse strukturiert, da gehen alle hin und wollen irgendwie Richtung erhalten. Und dann habt ihr doch eine Transformation begonnen. Erstens mal, warum und was für eine Transformation ist das in Bezug aufs Führen? Ja, ich habe 2018 hier angefangen und das sagst du schon ganz richtig. Es war ein traditionell geführtes Unternehmen, ist auch typisch für die Schifffahrt in Deutschland. Sehr verschlossener Bereich. Warum haben wir die Transformation gestartet? Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir so nicht weitermachen können. Wir können die Potenziale unserer Mitarbeiter nicht voll ausschöpfen, aber auch die Zufriedenheit hatte nicht den Level erreicht, den wir uns vorgestellt haben. Und das ergab eine Notwendigkeit, dass wir unbedingt etwas machen mussten. Ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass ich nicht alles weiß und hier auch angefangen habe und viel gelernt habe in den ersten Jahren und auch heute noch lerne. Und das eine kam zum anderen, dass wir unbedingt etwas machen mussten. Und wir haben diesen Transformationsprozess vor 3 Jahren begonnen, hat auch mit einem Führungswechsel zu tun. Ich leite das Unternehmen zusammen mit Philipp Harmsdorf. Philipp ist deutlich jünger als ich. Und wir haben uns, sag ich mal, am Anfang die Karten gelegt, dass wir gesagt haben, wie wollen wir die nächsten Jahre zusammen gestalten? Und da war für uns beide von Anfang an klar, dass wir viel mehr unsere Mitarbeiter mit einbinden müssen, um auch das Team wirklich zu kreieren. Wie du hast es so schön vorher gesagt, der Geschäftsführer entschieden, was gemacht wird und auch die einzelnen Bereiche, wie sie organisiert waren, da ist der beste Techniker zum Leiter befördert worden. Ob er wirklich die Voraussetzungen erfüllt und mitbringt, die Kompetenzen hat, das ist nie in der Form wirklich abgefragt worden. Und jeder hat so seinen Bereich für sich gesehen. Und so können wir ja heute nicht mehr arbeiten. Und ein Ziel dieser agilen Transformation, so nennt es sie ja auch, ist die Schwarmintelligenz zu nutzen. Heute geht es ja mehr und mehr darum, schnell zu sein in der Transformation, sie immer wieder neu zu entdecken. Ja, euer Geschäft ist zum großen Teil analog,
ja, wirklich noch haptisch und trotzdem treibt er ja auch die Digitalisierung voran. Und so eine Transformation, das wusste schon Peter Drucker, ist durchaus herausfordernd. Er sagte ja, die Strategie frisst oft die neue Kultur, die gewünschte Kultur zum Frühstück. Wie erlebst du das? Was sind so die Hindernisse und wo läuft das richtig gut? Als wir die Transformation begonnen haben, war uns schon klar, dass das nicht nach ein paar Monaten vorbei ist. Das ist eine wiederkehrende oder eine bleibende Aktivität. Es ist dieses kontinuierlich an den Prozessen arbeiten, an den Aufgaben arbeiten. Was uns extrem geholfen hat, war eine Übung, dass wir uns auf Werte und Kompetenzen verständigt haben, dass wir gesagt haben, wie wollen wir miteinander arbeiten, was halten wir für natürlich, wo denken wir, mit den Führungskräften, aber auch wirklich mit allen Mitarbeitern, wo denken wir, dass wir Defizite haben. Und die haben wir klar strukturiert, dauert am Anfang sehr lange, wo man denkt, okay, vielleicht haben wir es auch, halten wir uns zu lange damit auf. Wir merken heute, dass diese Zeit notwendig war, dass wir Grundlagen geschaffen haben, so ein Fundament, auf was wir aufbauen können. Dass wir sagen, wir wollen Empowerment, wir wollen gesehen werden, wir wollen aber auch respektvoll miteinander umgehen. Und das ist das, was in der Vergangenheit gefehlt hat. Weil wenn dir einer über den Mund fährt, weil er sagt, okay, das wird jetzt hier so gemacht, ohne warum, wieso, weshalb, dann entsteht keine Zufriedenheit. Und das hat uns geholfen. Es ist ein steiniger Weg. Die Veränderung ist oder kommt sehr schnell. Man versucht sehr schnell, Ergebnisse zu erzielen. Es dauert halt alles seine Zeit und man muss etliche Runden drehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass das Team daran glaubt und auch wirklich das Team sich sehen muss. Und es ist am Ende eine Teamentscheidung. Und wir haben aber auch am Anfang Gespräche geführt mit Kollegen, die unsicher waren oder auch die Idee torpediert haben. Und dann muss man, sag ich mal, auch Grenzen ziehen, dass man sagt, okay, so können wir nicht miteinander arbeiten. Wir brauchen diesen Pool der Willigen. Und das haben wir mittlerweile geschafft. Ich glaube, wir können zufrieden sein mit dem, was wir bisher erreicht haben. Wir sind natürlich noch weit entfernt von einem wirklich total agilen Prozess. Aber das ist ja auch wieder das Spannende, dass man sagt, okay, was sind die kleinen Schritte, die man jeden Tag machen kann, wenn wir da die Veränderung dann damit sehen. Ich glaube, das ist das Interessante dabei. Ne? Die Idee ist ja auch, dass die Führungskraft heute oft nur noch die Fragen kennt, vielleicht die richtigen Fragen stellt auch ins Team und Prozesse so strukturiert, dass die Schwarmintelligenz wirklich genutzt werden kann. Immer wieder ist es aber auch so, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, wenn die Führungskraft nur Fragen stellt, ist sie vielleicht gar nicht kompetent, sich da nicht wohlfühlen, sich nicht gehalten fühlen. Hast du das auch erlebt oder wie sieht das bei euch aus? Auf jeden Fall. Ich glaube, was interessant ist, dass es diesen Moment gibt, vor allem am Anfang, wo man Dinge moderiert und sagt, okay, wir wollen uns verändern, wo wirklich so ein Fragezeichen in jedem hochkommt. So dem Motto, das Meeting hört auf, alle gehen und sagen, das hat er nicht ernst gemeint. Das machen die nicht. Das wäre fundamental was anderes, als was man vorher gemacht hat. Diese Glaubwürdigkeit kommt erst durch das Erleben. Und das ist das Interessante dabei. Es kann als Führungsschwäche am Anfang gesehen werden, weil man natürlich was anderes gewohnt ist. Es war in der Vergangenheit in einem traditionell geführten Reedereibetrieb, dass es ganz schnelle Antworten auf Fragen gab. Einer hat entschieden, ob gut oder schlecht, aber es wurde sehr, sehr schnell entschieden. Und diese Runde, die Fragerunde zu machen, ob wir richtig aufgestellt sind, ist am Anfang schon befremdlich. Was uns aber auch gefehlt hat, ist das Bewerten von Informationen. Wir waren am Anfang nicht gut genug im Sammeln von Daten. Wie messen wir unsere Leistung?
Und nicht, dass wir Entscheidungen treffen aufgrund von Bauchgefühlen, zu sagen, ah, das hört sich irgendwie gut an, das machen wir ja. Sondern sich beschäftigen mit der Aufgabe, das ist schon sehr, das war herausfordernd. Ich würde es jederzeit wieder machen. Ich glaube, dass man sehr unterschiedliche Zeitstränge mitbringen muss, um zu sagen, man kann nicht sagen, okay, an nächstes Jahr wollen wir das und das oder Ende des Jahres wollen wir das erreicht haben, sondern es hängt von den Personen eindeutig ab. Jetzt hast du ja sicherlich schon 2 Jahrzehnte Führungserfahrung, dein Lebenslauf liest sich super spannend. Du warst bei Hapag-Lloyd in führender Funktion in Südafrika, in Italien, in der Schweiz, wo wir uns ja kennengelernt haben. Tolle Zeiten waren das. Und ich denke, da hat man nicht immer auf agil gemacht, sondern du hast ja auch bis in einen sehr klassisch geführten Betrieb gekommen. Jetzt geht man heute davon aus, dass 95% aller Unterhandlungen eigentlich unbewusst ablaufen. Ja? Wir kommen an vieles gar nicht ran. Muster zeigen sich immer wieder. War das ein Anspruch, der plötzlich an dich herangetragen wurde? Es wird jetzt von dir ein agiles Führen verlangt? Nee, es war kein Anspruch, es ist eher der eigene Anspruch. Was zeichnet einen aus oder was beeinflusst einen? Das sind ja schon die Erfahrungen, die man gemacht hat. Wenn ich zurückdenke, habe ich einige ganz gute, einen wirklich guten Chef und sehr, sehr viele schlechte Chefs gehabt in meinem Leben. Das zeichnet einen aus, dass man sagt, okay, bestimmte Erfahrungen müssen andere nicht auch noch machen. Und eher über das Negativbeispiel zu lernen, hatte schon wirklich was. Und dann am Ende sind es die Erfahrungen, die man im Ausland macht. Italien ist anders als Südafrika. In Italien musste man zwischenzeitlich mal laut sein, damit man gehört wird, ob man das mag oder nicht, ob es gehörte irgendwie dazu. In Südafrika hatte man extrem motivierte Mitarbeiter, die vielleicht nicht die beste Ausbildung genossen hatten, aber mitgerissen werden wollten. Schweiz war dagegen oder hatte auch seine Besonderheiten. Ich habe viel über Achtsamkeit dort gelernt, viel über wie spreche ich die Dinge aus, wie muss man das Team motivieren. Und am Ende ist es ein Potpourri an Erfahrungen, die man sammelt. Und ich glaube, das ist jeder für sich sammelt seine Erfahrungen und sieht dann raus oder sucht für sich raus, möchte ich so sein, wie möchte ich arbeiten. Und speziell diesen Austausch, den ich mit Philipp habe, meinem Geschäftsführungspartner, dass wir sagen, wir müssen was ändern. Wir müssen noch beide so viele Jahre arbeiten. Wir müssen jetzt damit anfangen. Und wir haben irgendwie gespürt, dass die Zeit reif war, was zu verändern. Und das ist ein toller Antrieb. Haben die Möglichkeit hier wirklich freie Gestaltung. Oder uns wurde freie Gestaltungsrahmen gelassen und am Ende ist es der Dank auch der Mitarbeiter, dass wir was ändern können und diese Veränderung uns allen gut tut. Und das ist halt, das geht in die richtige Richtung, das fühlt sich richtig an. Und wenn es sich richtig anfühlt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und wie habt ihr das dann lanciert? Also du hast mit Philipp gesprochen, ihr habt diese Entscheidung getroffen, wir wollen unsere Art der Führung verändern. Habt ihr dann die Mannschaft zusammengetrommelt und gesagt, wir haben einen Plan? Oder wie habt ihr das angestoßen? Weil Führung ist ja nicht etwas, was in einer Flipchart entsteht, sondern nee. Das müssen wir jeden Moment neu leben. Ja. Es gibt ja diese Idee, dass Führung dort beginnt, wo das Wissen aufhört. Ja. Toller Punkt. Wir wollten uns am Anfang sehr einfach machen und dass man gesagt hat, wir treffen uns einfach zu einem Strategie-Meeting. Aber was wollen wir denn besprechen? Und genau das ist der Punkt. Wir haben uns sehr schnell Hilfe geholt, externe Berater, die uns geholfen haben, unsere Kommunikation überhaupt erstmal unsere Kommunikation so zu strukturieren, dass wir miteinander umgehen können. Wir hatten, du hattest das gesagt, sehr traditionell geführtes Unternehmen, sehr viel Inseldenken, dass einzelne Bereiche für sich Expertenwissen aufgebaut haben, wo man den anderen nicht mit auf die Reise nimmt. Und das war für uns der Startschuss, dass wir gesagt haben, wir müssen das als Team verstehen, wir müssen das Wissen im Unternehmen allen zur Verfügung stellen. Trotzdem muss jemand für eine bestimmte Tätigkeit verantwortlich sein. Wir brauchen, denn das, was wir machen, wollen wir ja weiterhin machen. Wir wollen es nur besser machen. Ja. Das hat natürlich zu viel Kopfschütteln auch geführt. Aber speziell das Thema Kommunikation war unheimlich wichtig, damit wir überhaupt über die richtigen Dinge sprechen können. Und auch, wie wollen wir miteinander kommunizieren? Und das war definitiv nicht einfach, weil
dann gab es einen Kommentar, der so gesagt hat, ja, aber das haben wir noch nie gemacht. Ist das wirklich ernst gemeint oder ist das versteckte Kamera? Ihr wollt einfach nur meine Informationen hier rausziehen und am Ende bin ich nicht mehr dabei. Also war schon sehr viel Misstrauen da, und tägliche Führung und Gespräche gehörten dazu, damit man an diesen Punkt auch kommt. Und das war nicht zu unterschätzen. Ich meine, dieses ganze agile Führen ist ja in Unternehmen entstanden, die eben neu geboren wurden. Ne? Die Googles dieser Welt, die haben irgendwann gemerkt, ach so, wir arbeiten in einer gewissen Art und Weise, das ist super erfolgreich. Und dann haben sie sich selbst beschrieben mit diesen Begriffen, die wir heute Agilität nennen. Ihr habt wirklich eine Transformation vorangetrieben. Könntest du mal sagen, welche zwei, drei Dinge ganz konkret macht ihr heute anders als vor 3 Jahren in eurem Führen oder in eurem Zusammenarbeiten? Was machen wir ganz anders? Wir haben in einer Führungsrunde tauschen wir uns wirklich aus und es ist nicht eine Infoveranstaltung des Geschäftsführers, wo ja. Er berichtet, was gerade die wichtigen Themen sind, die alle interessieren sollten. Sondern es gibt operationelle Runden, wo wir über das Tagesgeschäft reden, wo wir über die nächsten 24 Stunden reden. Aber es gibt halt auch die großen Themen, die uns bewegen. Und es ist keine Einbahnstraße. Und das sehe ich als die große Veränderung an, diese Bereitschaft der Kollegen, sich da zu öffnen, um auch zu sehen, ich muss meinen Teil hier beitragen, damit das von Erfolg gekrönt ist und kann mir das nicht so wie so ein Zuhörer, ich mache hier mal ein bisschen mit, ich lasse mich da berieseln, sondern jeder ist aktiv dazu aufgefordert, teilzunehmen. Und mein schönstes Beispiel ist in der Historie ist mein Büro, das Büro von Philipp und mir, wird ehrwürdig Halle 1 genannt. Und wer früher in Halle 1 zitiert wurde, der hat definitiv mit Schwierigkeiten zu rechnen gehabt. Und das war nie angenehm für Mitarbeiter, dort aufzutauchen. Heutzutage haben wir, das hört sich hoch an, aber Open Door Policy. Mhm. Es kommen wirklich Kollegen jeglicher Ebene, also wirklich jeder kommt vorbei, um uns informiert zu halten, was er gerade macht. Gibt es ein Problem? Und speziell das Thema Problem finde ich extrem positiv, weil in der Vergangenheit natürlich mit so einem Management by Fear, so einem Angstgefühl, etwas falsch zu machen, weil dann kriegt man den Kopf abgerissen, verschafft dir oder raubt dir Zeit. Wenn etwas passiert ist, müssen wir es, oder ist es toll, es sofort zu erfahren, damit man überhaupt noch reagieren kann. Und es ist sich keiner, es hat keine Scham oder es hat keiner Bedenken, Probleme bei uns vorzutragen. Wir sind natürlich nicht glücklich darüber, aber dass man sagt, okay, ja. Fehler sollten nicht zu oft die gleichen sein, sondern es muss einen Lerneffekt geben, aber echte Probleme müssen sofort angesprochen werden. Und das ist toll. Das ist ein Vertrauensbeweis, dass man sagt, ich kriege jetzt hier, klar kriege ich erstmal eine Abreibung, das hat nicht funktioniert, aber ich bin nicht dafür verantwortlich. Und das war in der Vergangenheit dieses, ich war es nicht oder ich sage einfach mal gar keinen Bescheid. Und das ist schon wirklich eine Veränderung, die wir im täglichen Arbeiten spüren. Was noch nicht so gut läuft, ist eher diese Verinnerlichung, wie muss ich meine Mitarbeiter mitnehmen, wie sehe ich im Team. Das ist vielleicht auch noch zu früh, da ist der Veränderungsprozess natürlich noch im vollen Gange. Ne? Absolut. Und ich denke, also ich nutze sehr, sehr gerne den Vergleich mit Muskeln, die Führungsmuskeln, die trainieren wir halt jahrelang. Ne? Und wenn eine Führungskraft bei dir vielleicht über die letzten 10, 20 Jahre gelernt hat, dass gewisse Arten von Führen auch belohnt wurde mit dem Aufstieg, wo er gutes Echo bekommen hat, dann sind halt diese Muskeln sehr ausgeprägt. Und du kannst auch nicht einen Marathonläufer plötzlich zum Sprinter machen, dann hat er unglaublich Muskelkater und ist zudem auch noch langsam. Ja. Das dauert. Was ich aber total spannend fand, Holger, ich durfte dein Büro sehen, und ihr habt ja hier nicht eine Open Space Situation, sondern eben einzelne Büros. Aber du warst mit Philipp oder bist mit Philipp in einem Büro. Und ich finde, das sendet auch ein gutes Signal der Kommunikation, des Zusammenseins, des kollaborativen Schaffens.
Absolut, absolut. Wir mussten letztendlich Räume trennen, um sag ich mal, den Geräuschpegel überhaupt handelbar zu machen. Wir hätten gerne noch offener gesessen. Trotzdem ist alles Glas und für uns ist die Kommunikation untereinander, dass jeder sieht, was gerade los ist, wer ist hier zu Besuch, wer ist dabei, mit wem wird gesprochen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, vertraulich irgendwo sich zurückzuziehen. Nichtsdestotrotz ist es die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und speziell unsere Führungsspitze oder unsere Doppelspitze ist natürlich wunderbar, um eine Reflexion vorzunehmen. Ja. Ist man auf dem richtigen, hängt sehr viel mit Vertrauen zusammen, aber dass man dann sagt, bin ich auf dem richtigen Weg, stellt man die richtigen Fragen. Und das macht es ja am Ende aus. Wie wollen wir uns verändern? Was wollen wir machen? Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, es muss ja auch noch Spaß machen. Ja. Dieses ganze Thema Humor, ich glaube, da kann man sehr viel mit bewegen. Mhm. Bin mal in der Vergangenheit als darauf angesprochen worden, dass das eine Führungsschwäche sein sollte. Glaube das heute überhaupt nicht. Mhm. Eine Grundstimmung hilft, um sich zurechtzufinden, Spaß zu haben. Wir müssen trotzdem alle unsere Leistung bringen und es ist kein Hinderungsgrund, wenn es dann auch noch Spaß macht. Ja, dann lass mich diese Vorlage doch gleich mal nutzen, denn ich habe mir im Vorfeld überlegt, was zeichnet Holger, so wie ich ihn kenne, aus? Und was mir wirklich auffällt, jedes Mal, wenn ich dich treffe, du bist in einer guten Laune, du hast eine tolle Energie, du bist zuversichtlich, freundlich. Du hast ja eben von Spaß gesprochen jetzt, von dieser tollen Energie. Klar, man kann sagen, wir möchten das gerne im Büro haben, aber wenn wir es nicht spüren, dann ist das sogar noch ein Stress, ne? Dass wir das irgendwie so, künstlich da den anderen präsentieren sollten. Ist es etwas, würdest du sagen, du bist so geboren, so als positives Naturell, oder ist es etwas, das du dir erarbeitet hast, oder ist es vielleicht ein Mix, dass du das auch in dir kultivierst immer wieder? Für mich ist es ein Mix. Ich habe eine positive Grundeinstellung, sehe aber auch, wie mir das gut tut. Am Ende fühlt es sich natürlich an. Und das ist, ich glaube, wenn es aufgesetzt wäre, würde es sich auch für meinen Zuhörer oder für mein Gegenüber anders anhören. Und ich glaube, dieses Authentische, das ist das Wichtige, sich nicht so wichtig nehmen. Wie gesagt, in einem vorher klassisch geführten Unternehmen auf der Sie-Ebene, ich habe das noch erlebt, dass der Geschäftsführer hat immer nur die Führungsebene angesprochen, nie mit den Mitarbeitern gesprochen. Also es ist mir ein Rätsel, wie man davon ausgehen könnte, dass das sinnvoll wäre. Aber man fühlte sich dann halt übergeordnet. Und ich glaube, jeder ist in irgendeiner Form eitel, aber ich bin definitiv nicht einer, der da Unterschiede macht. Und am Ende ist es ein Mix. Für mich fühlt sich der Mix gut an. Ich bin damit, ich fühle mich darin wohl. Und ich glaube, dieses Wohlfühlen hat viel damit zu tun, seine Leistung auch abzurufen, ja. Dass es keinen Angstzustand gibt. Ich glaube, jeder ist in so einem Moment, wo er dann irgendwie so ist, wird die Präsentation gut sein. Das ist speziell in einem Konzern gibt es ja so tückische Momente, wo man plötzlich seine Leistung zeigen muss, weil alles auf den Punkt ausgerichtet ist. Was aber trotzdem wichtig, wir als mittelständisches Unternehmen, das ist uns fremd an der Stelle, weil wir sehen, wer gut ist und wer Hilfe braucht. Und das ist ja auch etwas, dass man sich mit diesen Themen des Veränderns beschäftigt, weil vielleicht sind die Kompetenzen, die man früher gelernt hat oder worauf hat man sich konzentriert, wo hat das heute noch seinen Bestand? Müssen wir auch neue Dinge lernen? Und das macht es ja am Ende aus, ne? Ja. Und Leistung bringst du ja an vielen Fronten. Du hast zwei wunderbare Kinder, hast also viel zu tun auch zu Hause. Bist hier Geschäftsführer in einem der größten Reedereien in Europa mit vielen hundert Angestellten. Woher würdest du denn sagen, ziehst du deine Energie? Was sind so diese Momente, wo du sagst, da tanke ich mich auf? Für mich beispielsweise ist es die Achtsamkeit. Ich praktiziere das jeden Morgen.
Seit vielen Jahren gibt mir sehr viel. Woher ziehst du deine Kraft? Ja, Familie ist schon ein großer Punkt. Meine Frau, meine Kinder wirklich geben mir Halt. Das ist super. Haben auch die Jahre auch im Ausland alle zusammen verbracht. Und das waren schon sehr besondere Momente, die einem Rückhalt geben. Bin fasziniert vom Golfsport und habe diesen Moment beim Üben, aber auch beim Spiel des Lebens im Hier und Jetzt. Hört sich ein bisschen sehr übertrieben an. Okay. Aber es ist, ich habe für 2 Stunden die Möglichkeit, an nichts anderes zu denken als an das Spiel. Und das macht es schon sehr, sehr besonders für mich. Ja. Das Hier und Jetzt ist ja, das ist ja im Grunde genommen auch so die Quintessenz der Achtsamkeit, eben das, was jetzt ist, gerade mal sich dessen gewahr zu sein, das auch nicht wegzustoßen. Und Achtsamkeit ist ja nicht nur eine Technik, sondern vor allen Dingen den Zustand. Und offensichtlich kommst du da immer wieder rein, wenn du Golf spielst, um in 2 Stunden nur im Jetzt zu sein. Das ist große Klasse. Ne? Das ist schon extrem wertvoll. Ja, und ich finde es, man muss trotzdem noch einen anderen Sport finden, weil sonst ist es zu wenig Cardio. Trotzdem ist es dieses, wenn man dieses Gefühl, wenn man danach wieder im Auto sitzt und der Kopf angeht, dass man gesagt hat, ich hatte diese 2 Stunden der mentalen Erschöpftheit. Ja. Weil man sich so auf seine Aufgabe konzentriert hat, ohne links und rechts zu gucken. Und ich glaube, das fehlt uns, also meinen Kindern mit zu viel Medienkonsum, wo ich mir manchmal wünsche, man würde mal so den Blick schleifen lassen, aber vielleicht ändert sich das oder ist das bei den jungen Menschen so. Und trotzdem für mich ist das wichtig, diesen Halt zu haben und auch mal wirklich abschalten zu können. Und das ist für mich auch so ein Garant, nicht im Stress zu versinken, dass man sagt, okay, ich weiß gar nicht, wo ich nochmal neu anfangen muss oder kann, oder dass man einen Überblick verliert. Ich glaube, die Aufgabe ist wichtig, herausfordernd. Es ist eher, am Ende ist man das Team, man ist ja auch nicht alleine, und da auch einen Sparringspartner zu haben, um Vorgehensweisen zu besprechen, das ist nicht zu unterschätzen. Ja. Ja. Aber auch wirklich die richtige Person an der Seite zu haben, das ist schon wirklich viel wert, im beruflichen wie aber auch im privaten. Und in diesem Sinne würde ein bisschen Golf sicher den Kindern heute gut tun, um diesen Fokus zu üben. Aber auch Erwachsenen, es gibt ja gerade eine Metastudie, die gezeigt hat, dass 2003 die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Mitarbeiters so rund 150 Sekunden war. Also so ein bisschen 2,5 Minuten konnten die Mitarbeiter sich auf eine Arbeit fokussieren. Heute sind es noch 44 Sekunden, und das ging linear ziemlich nach unten. Das hat natürlich auch mit den ganzen digitalen Arbeitswelten zu tun. Jetzt hast du ja viele Momente erlebt. Man könnte sagen, du hast die Sonnenseite des Lebens genießen dürfen, vielleicht familiär, beruflich, viele Erfolge gefeiert. Und doch, glaube ich, entwickeln wir uns immer wieder auch durch das Integrieren von schwierigen Zeiten, von Rückschlägen, von Niederlagen. Gibt es Momente, wo du sagst, da wusstest du nicht mehr weiter? Gab es Niederlagen, die dir wehgetan haben und die dich aber vielleicht zu der Person gemacht haben, die du heute bist? Auf jeden Fall. Ich glaube, es hört sich jetzt plakativ an, aber das Lernen aus Niederlagen ist wichtig, um auch geerdet zu werden. Und das ist, ich glaube, keiner hat da Lust drauf. Trotzdem ist es wichtig. Mir ist es so gegangen, als die Zeit in Südafrika vorbei war. Das war schon sehr, sehr hart, wo man auch gedacht hat, okay, man hatte tolle Pläne, wie soll es weitergehen? Und dann plötzlich, das wird hier plötzlich alles ganz anders dargestellt, und man hatte vergessen, mit einem zu sprechen. Das ist keine gute Voraussetzung. Macht es auf der anderen Seite, ist man wieder an so einem Punkt angekommen, dass man sagt, okay, ich muss in Zyklen denken. Man kann sich nicht zu sicher sein. Und das ist, war eine schwierige Zeit. Trotzdem geht man gestärkt aus so einer Sache raus, um sich auch weiterzuentwickeln, auch mal ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und vielleicht braucht man das auch als Initialzündung, dass man sagt, okay,
Man darf sich nie zu sicher sein. Ich glaube, man darf sich sowieso nie zu sicher sein. Aber es ist eher dieses, für mich war das immer noch ein Weg, mit dem ich umgehen konnte. Ja. Trotzdem hat es sehr weh getan, dass es so passiert. Aber am Ende, ich bin sehr froh, dass es am Ende passiert ist, weil sonst, die eine Tür geht zu, die andere geht auf. Und sonst hätte man nicht 2018 hier bei Fairplay anfangen können. Und nach wie vor ist noch so viel zu tun. Ich denke, wenn wir intensiv leben, wenn wir lieben, dann tut halt immer wieder weh auch. Wie gehst du denn mit solchen Situationen um, wenn dir etwas wirklich weh tut? Ja, das ist schwierig. Ja. Mir fällt als erstes jetzt ein, dass man speziell so Mitarbeiter hatte, die man extrem gefördert hat, wo man gedacht hat, man ist auf der richtigen Seite. Und was dann wirklich, glaube ich, so wehtut, ist, wenn sag ich mal, der Gegenüber nicht den Weg verstanden hat und dann aufgibt, kündigt, was anderes macht, wo man sagt, da hatten wir nicht was ganz anderes vorgehabt. Wir hatten doch noch so viele Ideen, die man umsetzen wollte. Es macht einen, das sind diese sprachlosen Momente, die man hat. Leider wird es die immer wieder geben. Und trotzdem, ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder den Mut nimmt und sagt, okay, ich lasse mich immer wieder auf eine Neuerung ein und hört nicht auf, mit den Leuten zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, für mich die wichtige Erkenntnis daraus. Ne? Dass man sagt, okay, jeder Mensch ist anders, jeder sieht das anders und trotzdem sind es wichtige Erfahrungen, die man da macht. Ne? In unserem Vorgespräch hast du mir erzählt, dass ihr viele neue Mitarbeiter der Generation Z habt und dass die so richtig engagiert sein, mit Begeisterung und sehr, sehr committed bei der Sache sind. Das entspricht nicht unbedingt dem Ruf sozusagen. Es ist gar nicht so einfach, diese neue Generation zu begeistern. Wie gelingt dir das? Wie gelingt euch das? Oder wie erlebst du die Generation? Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Wir haben ja neue Mitarbeiter gesucht und haben sehr viele junge Menschen gefunden. Es ist dieses, welche Aufgabe haben wir im Unternehmen und wie haben wir sie angesprochen? Und ein wichtiger Punkt dabei ist halt auch bei den bestehenden Mitarbeitern, da eine gewisse Sensibilisierung zu erreichen. Die Personen, die wir eingestellt haben, sind die sie sind. Deswegen sind sie, sag ich mal, so gut. Trotzdem war es dieses Zusammenspiel dabei. Es waren dann plötzlich auch einige von denen und nicht eins, zwei. Und die Art, wie kommuniziert wird, die Leistungsbereitschaft, die Passion, das ist schon toll zu sehen, wie jemand die Extrameile geht. Und das ist und das ist ansteckend. Und also wir haben so auch so Erfahrungen gemacht, wo jemand bei uns mit einem Praktikum angefangen hat, irgendwas gemacht hat und irgendwann sagt, ey, das ist so cool bei euch. Ich mache irgendwas bei euch. Hauptsache, ich kann da mitmachen. In diesem, hört sich jetzt übertrieben an, dass man sagt, okay, wir lassen uns auf so ein Abenteuer ein. Mhm. Und was uns aufgefallen ist, es geht mehr, dass die Grundeinstellung stimmt und dieses Brennen für die Sache geht bei uns fast über die Ausbildung. Dass man sagt, okay, klar wäre es toll, wenn jemand dann noch einen Master hätte oder studiert hätte oder weiß ich nicht was. Aber wir sind sehr, oder wir haben einen so tollen Spirit, vor allem bei den jungen Leuten, die sind schon noch sehr jung, also hilft von mir nach. Vor allem gleich zu uns. Genau, in unserer Generation, ich weiß, wie alt wir beide sind, das ist toll, wie da die Leistungsbereitschaft. Und das ist ganz interessant, das dann zu lesen. Ich glaube, es ist aber diese Stimmung, die Personen untereinander gefunden haben, um miteinander zu arbeiten. Und am Ende, was uns erzählt, ist die Leistung und nicht wie für die Bühne zu arbeiten. Und das steckt an und das ist gut. Wenn dieser Moment entsteht und es ist dieses Zusammenspiel auch mit den bestehenden Kollegen, dass sich auch niemand denkt, okay, ich bin jetzt dann 30 Jahre dabei oder 20 Jahre dabei, natürlich
hat man sich verändert, man hat eine Familie, man hat andere Zeiten. Trotzdem findet sich jeder da wieder. Und selbst da haben wir sehr positive Beispiele, wie sich da jemand integriert, wie man, wer, keine Ahnung, auch diese väterliche Rolle gerne annimmt, selbst vielleicht sogar damit aufgezogen wird, aber das ist, das fühlt sich natürlich an, das fühlt sich gut an. Und da ist es am Ende dieses Zusammenspiel und das macht schon sehr viel Spaß. Vielleicht könnte man die These wagen, dass genau diese Transformation, die ihr ja auch erlebt habt und in der ihr immer noch seid, eben mehr zu diesem kollaborativen Arbeiten, kollaborativen Führen, dem agilen Führen, wo ihr näher zusammengerückt seid, dass das natürlich genau dieser Generation auch entspricht, ne? Dass sie da Freude dran haben und sich vielleicht eher auch einbringen können dann. Ja, das ist ein interessanter Punkt und speziell die Kommunikation und das auch das Teilen von Informationen, dass wir messen, was wir machen, dass wir das Teilen, dass wir das aufbereiten, dieses Gespräch darüber ist sehr wichtig, dass es nicht eine Entscheidung gibt da oben, sondern dass wir werden eine Entscheidung treffen und ich bin nicht selber nicht scheu, eine Entscheidung zu treffen. Ich finde es gut, wenn heute die Entscheidung begründet wird. Ja. Das gleiche Thema haben wir natürlich auch. Wir sind sehr wenige Leute im Büro. Unser Büro an Land ist sehr klein und wir haben ja sehr viele Mitarbeiter an Bord. Und da ist ja genau die nächste Ebene, die sich dann anschließt, dass wir sagen, die Kommunikation mit den Kollegen an Bord ist genauso wichtig. Da passiert unsere Dienstleistung. Und das ist uns selber wichtig, dass da auch das gleiche Vertrauen besteht. Das hat man auch in der Vergangenheit nie wirklich forciert. Und das ist das gehört zu diesem Transformationsprozess, der vielleicht für uns speziell ist, dazu. Dass man Mitarbeiter hat, die auch wirklich die an Bord arbeiten und nicht, dass es heißt, die da oben. Und wir haben hier, sag ich mal, durch unser Büro wunderbare Möglichkeit, den Elfenbeinturm, ne? Mhm. Den könnten wir sogar wirklich darstellen. Das ist ja genau das, was wir nicht da sein sollen, ne? Sondern eine Erreichbarkeit, eine Nähe zu haben bei Problemen, angesprochen zu werden. Und das sollte, jeder sollte die Möglichkeit haben und es auch nutzen, mit uns in Kontakt zu treten. Total spannend, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um diese großartige Generation Z. Und die Generation, sorry, unterbreche, ja. Aber die Generation Z ist ja, sag ich mal, auch auf See. Wir haben Leute, die bei uns als Schiffsmechaniker oder junge Menschen, die als bei uns Schiffsmechaniker anfangen, die sind 16 Jahre alt. Wow. Früher war das das normale Eintrittsalter. Also wie war man selber mit 16? Wie war man vielleicht mit 18? Da einen Halt zu geben, eine Aufgabe zu geben und sag ich mal, da ist man ja überhaupt noch nicht gereift. Und das ist ja, glaube ich, der nächste wichtige Schritt, da eine Verbundenheit zu schaffen. Und das ist auch die Generation Z. Das sind nicht nur im Büro und Work-Life-Balance gehört genauso da rein. Ja, ne? Ja. Total spannend und, glaube ich, extrem wichtig, um diese wunderbare Generation eben abzuholen und ihnen zu ermöglichen, die beste Version von sich selbst zu sein. Und vielleicht hört uns jetzt jemand der Generation Z zu oder auch andere Altersgruppe denkt sich vielleicht, hey, der Holger, cooler Typ und der hat so ein großartiges Leben, der hat eine tolle berufliche Situation. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, was du gelernt hast in deinem Leben, in deinem beruflichen Leben, was vielleicht für die Hörer da draußen spannend sein könnte, wenn sie vielleicht so einen nächsten Schritt gehen wollen? Sich nicht verstellen. Das ist, glaube ich, ich glaube, man kann wenig erzwingen. Es ist authentisch bleiben, daran glauben, was man erreichen kann und manchmal Dinge vielleicht auch nicht. Alles braucht seine Zeit. Es ist, ich glaube, dieses unbedingt etwas erreichen wollen ist manchmal hinderlich. Und vielleicht nochmal den Schritt zurück machen, auch diese Reflexion,
meine Frau würde jetzt sagen, nein, da fehlt es mir, nein, aber das ist, dieser Punkt, nochmal in sich zu gehen, das ist schon, ich glaube, die wichtigen Punkte, dass man, es wird sich sowieso was ergeben. Viele Dinge sind auch Glück. Also es ist halt, es ist ja nicht so, dass man da sitzt und sagt, ah, ich hatte das vor und das hat sich ergeben. Dinge ergeben sich im Leben, aber dass man diese Zeitabschnitte, die man mit bestimmten Personen verbringt, dass man die intensiv nutzt. Ja. Das ist es ja eher, was es macht und nicht so, beim nächsten Mal wird alles besser oder beim nächsten Job wird alles anders oder letztes Mal beim anderen war alles toll. Nein, das ist, und das entspricht mir auch, also da sehe ich mich auch nicht drin, sondern eher einfach nicht müde werden, dass man im Hier und Jetzt versucht, die Dinge zu erreichen. Manchmal klappt es, manchmal nicht und das ist eher das... Nicht aufgeben. Nicht aufgeben, dieses Innehalten finde ich ein schönes Bild. Und gerade heute habe ich mit jemandem gesprochen, hat Mark Twain zitiert, der mal gesagt haben soll, ich habe meinen Weg verloren und deshalb bin ich doppelt so schnell gerannt. Also ich kannte die Richtung nicht mehr und bin deshalb doppelt so schnell gerannt. Ich glaube, das kann uns manchmal passieren. Die Welt verändert sich so schnell, wir spüren so einen Druck und alle rennen, alle Unternehmen transformieren sich. Aber in welche Richtung rennen wir eigentlich? Und da den Mut zu haben, immer wieder innezuhalten, zu gucken, was geschieht in mir, was geschieht im anderen, wie hat sich der Kontext verändert und dann wieder vielleicht mit einer großen Leidenschaft, wie du sagst, und einer Prise Leidenschaftslosigkeit auch weiterzurennen. Für mich, also da habe ich auch wieder ein Beispiel aus dem Golf. Das ist dieser Fluss muss stimmen, der einzelnen Aktivitäten. Du kannst dich auf alles konzentrieren und alles kann auch irgendwo funktionieren. Du wirst aber den Ball niemals irgendwo hintreffen. Und da ist ja, sag ich mal, sehr viel, was man da so mitnehmen könnte. Und einfach dieses, dass die Dinge im Fluss passieren. Das ist, und dann, ich glaube, dann hast du auch Erfolg damit, dass weil man es vielleicht auch ausstrahlt, weil man auch vielleicht dann den richtigen Punkt getroffen hat. Wie auch gesagt, warum haben wir vor 3 Jahren mit der Transformation angefangen, dass wir da die richtige Konstellation hatten, dass wir gesagt haben, okay, das ist, wir müssen es jetzt an der Stelle machen. Vielleicht hat das Gespräch vorher, hätte es gar nicht gegeben. Ne? Ja, total spannend. Ich glaube, wir waren im Fluss, es hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Holger. Hab mich sehr, sehr gefreut. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, wie beschäftigt du bist und danke euch auch. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, bitte subscribt, abonniert den Kanal. Freut mich, mit euch im Kontakt zu bleiben. Danke, Christoph.